Alles klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. So spricht der Herr. Es gibt noch einen Lohn für deine Mühe, spricht der Herr. Und es ist Hoffnung vorhanden für deine Zukunft, spricht der Herr. Und deine Söhne werden zu ihren Grenzen zurückkehren. Ich habe wohl gehört, wie Ephraim klagt. Es sagt es dann zum Herrn. Du hast mich gezüchtigt und ich bin gezüchtigt worden wie ein ungezähmtes Rind. Ich möchte fast sagen, wie ein Rindvieh. Aber dann kommt dieses Gebet und dieses Anliegen, wo ich den Schlüssel im Schlüsselloch höre. Klack, klack, klack. Da dreht sich der Schlüssel und die sonst so verschlossene Tür geht auf. Mit was? Mit einem Gebetsanliegen zum Herrn von diesem schwer erziehbaren Menschenkind, von diesem Kind gezüchtigt, geschlagen, geplagt, von Gottes Zorn und doch nicht fähig aus sich selbst heraus sich zu verändern, wo es dann betet, bringe du mich zurück, so kehre ich zurück, denn du, Herr, bist mein Gott, du bist der Schöpfer, Erschaffer meiner Wiedergeburt. Du bist der, der die Liebe Gottes in mich hineinpflanzt. Du bist es, der mein Herz zu dir hinwendet. Bekehre du mich, dann bin ich bekehrt. Ist das eine Lösung? Ist das nicht fantastisch, um meinem Gott so entgegengehen zu können? Ja, Amen. Das ist eigentlich die einzige Lösung. Denn nach meiner Umkehr empfinde ich Reue. Und nachdem ich zur Erkenntnis gekommen bin, schlage ich mir auf die Hüfte. Ich schäme mich und bin schamrot geworden, denn ich trage die Schmach meiner Jugend. Wenn Menschen so tief in sich selber zerbrochen, gedemütigt, mit offenem Herzen Ja zur Wahrheit über sich selber sagen können. Was passiert dann? Dann kommt vom Himmel her eine Resonanz und die lautet dann, denn so viel ich auch wieder ihn geredet habe, muss ich seiner doch immer wieder gedenken. Darum ist mein Herz entbrannt für ihn. Ich muss mich seiner erbarmen, spricht der Herr. Stelle es dir vor, Gott spricht über dich und mich. Auch wenn ich viel gegen dich gebracht habe, reden musste, dich züchtigen musste, dich an der Kandare nehmen musste, weil du so schwer erziehbar warst. Und dennoch entbrennt die Liebe Gottes, entbrennt für so ein Häuflein Elend, dass ich sagen kann, ja, wie ein Brandscheit aus dem Feuer, so hast du mich herausgeholt, aus dem feurigen Elend meiner Selbstverbrennung, meiner Selbstdummheiten, die ich alle gemacht habe. Und ich muss mich seiner erbarmen. Ich kann nicht anders. Kann man sich das denken? Können wir uns das vorstellen? Gott würde das zu dir heute ganz persönlich sagen. Dann verliert auch all dieses Bedrohliche und dieses Schreckliche. In was für einem Zustand habe ich mich befunden? Wie schrecklich war das Zeugnis Gottes über mich? Und jetzt kein Ausweg, keine Chance, keine Möglichkeit. Nein, halt, halt, hier, wenn du die richtige Herzenshaltung einnimmst und wenn du dich da runter wirklich stellst und wenn du ehrlich zugibst, wo ist denn Schande, wo ist Schmach für dich, wo kannst du wirklich schamrot werden und dann
Und dann geschieht etwas. Und dann kommt die Veränderung. Und plötzlich zeigt dir dein Gott, wie er dich an sein Herz drückt, weil er nicht anders kann, weil da in dir dieses göttliche Leben ist, das so liebenswert ist. Das bist nicht du, das ist sein Geist in dir. Und dann kann er nicht anders. Er muss dich wiederherstellen und er muss dir seine Liebe geben und er muss deine Veränderung werkskräftig unterstützen, dass du dann tatsächlich die Dinge vollbringst, die du aus dir selber nie bringen kannst. Ja, und das mit Freude und mit Lust und mit Eifer. Halleluja! Das ist neues Leben, das bist nicht du mit deiner Möglichkeit und deinem anstrengenden religiösen Schrund und Kampf und eigene Zisternen basteln, die dann doch wieder alles ausrinnt. Nein, da ist der Brunnen, der wirklich von Gott selber als ein Brunnenquell in dein Leben kommt, sodass Ströme von lebendigem Wasser aus deinem Leben, aus meinem Leben fließen. Und wenn ich dann den Kelch des Herrn nehme mit einem wirklich selbstreflektierten, gereinigten Herzen, dann gilt auch das, was hier steht. Ihr aber steht nicht still, sondern jagt euren Feinden nach und schlagt ihre Nachzügler. Und lasst sie nicht in ihre Städte kommen, denn der Herr, euer Gott, hat sie in eure Hände gegeben. Sie werden triumphieren über ihre Feinde. Die Feinde werden besiegt. Es wird ein Triumphzug des Geistes, sodass du erlebst in der Tat und in der Wahrheit das, was zuvor, weil du so fleischlich, so natürlich eingebunden warst, was dir zuvor unmöglich war, um wirklich mit Feurigkeit, mit Intensität deinem Gott zu dienen, das bringst du nun mit so einer Freudigkeit. Und dann sagt Gott als Siegesspruch, weil er es eingesehen und sich abgewendet hat von allen seinen Übertretungen, die er verübt hat, darum soll er gewiss leben und nicht sterben. Du sollst das Abendmahl zum Segen zu dir nehmen. Du sollst leben aufgrund der Kraft, die in diesem Kelch und in diesem gebrochenen Leibe Jesu ist. Das ist dein Leben. Das ist das wahre Leben. Christus in dir zu erkennen.